Liebe Freunde, ich habe letztes Jahr mein erstes eigenes Kartendeck rausgebracht, die Somnium Cyber Edition. Dazu habe ich mit meinem Bruder Tobi zusammen und in Zusammenarbeit mit Miles, mit Pico, mit Roxy einen Kurzfilm gedreht als Trailer für dieses Deck, der Cyber Edition Kurzfilm. Du hast Leo vergessen. Ich habe Leo vergessen. Genau, Leo. Auch. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe vor knapp 2 Wochen eine Instagram-Nachricht bekommen von Joseph the Changeman. Joseph the Changeman ist auch YouTuber, der macht vor allem so Selbstexperimente auf seinem Hauptkanal. Aber er ist vor allem auch professioneller Filmregisseur und hat jetzt als Regisseur mich gefragt, ey, kann ich auf deinen Kurzfilm reagieren? Die Community wünscht sich das. Und wir reagieren jetzt auf seine Reaktion. Und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch meinen Bruder Tobi, der das ganze Ding mit mir zusammen produziert hat. Der ist gerade nämlich live zugeschaltet per Discord. Ihr seht hier, Freunde, magischer Cyberpunk-Kurzfilm. Filmemacher reagiert. 19 Minuten 25. Da gehen wir rein. Das ist schon sehr cool. Es hat diesen bisschen diesen Matrix-Look. Dieser komplette Zurück in die Zukunft 2-Vibe. Aber ein paar von den Sachen sehen schon sehr cool aus. Er hat 3 positive Sätze gesagt. Lass mal an der Stelle aufhören, Tobi. Ich dachte jetzt schon, alles, was er sonst dazwischen gesagt hat, ist so, ja, das hätte ich anders gemacht. Genau, das genau. Das waren die einzigen 3 positiven Sätze. Ja, genau. Was ich an der Stelle noch sagen möchte, bevor wir da jetzt reingehen, ich finde es absolut korrekt von Josef, dass er mich tatsächlich gefragt hat, ob es okay ist, darauf zu reagieren. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob es okay ist, dass ich auf seine Reaktion reagiere. Also insofern alles tutti. Dieses Video hier wird demonetarisiert sein, weil im Cyber-Trailer leider copyright-geschützte Musik läuft. Deswegen Dankeschön an den Sponsor dieses Videos. Holy, check die Videobeschreibung aus. Code Matti5, Code Matti10, ihr wisst Bescheid. Blibliblub. Let's go, Tobi, rein da. Okay, let's go. Ich habe Matthias Berger gefragt, ob wir seinen Kurzfilm im Stream gucken dürfen. Wir dürfen und das ist jetzt. Auf geht's. Beste Antwort ever. Kurz und knackig, ever. Kurz und knackig, so soll es sein. Jawohl. Hm. Oh, ich bin so nervös, ne? Das läuft auch nicht. Total nervös. Ui, da haben sie aber schon ganz schön viel gemacht hier. Ui. Mit den Haare, mit dem Haare färben, mit diesem Make-up hier und diesen kleinen Applikationen. Ui, Cyberpunk. Das ist ja schön. Das ist, also, das scheint mir aber recht aufwendig, wenn hier schon so ein schön. Er ist einfach der Matti mit langen Haaren. Er hat 2 Sekunden geguckt, Instant-Pause drücken. Warte, das analysieren wir nochmal. Schönen kleinen Effekt haben. Das löst nämlich wahrscheinlich jemand separat aus, aber es sieht schön aus. Nice. Oh, das Sounddesign ist aber auch schön. Da hat man. Oh, danke schön, danke, danke, danke schön. Das Sounddesign habe ich gemacht. Er fand was positiv, was ich getan habe. Oh, wie gut. Er hat das ja schon angesprochen, dass es wer anders separat ausgelöst hat. Das ist richtig, der Explosionseffekt, das hatte ich. Ich habe ja selber eine Analyse zu den Trailer schon gemacht, wo ich alles kommentiert habe, was es so zu kommentieren gab. Das könnt ihr euch auch auf meinem Zweitkanal angucken. Genau, nur noch mal kurz zusammengefasst. Das ist ein echter Pyro-Effekt, ein Special-Effekt, kein CG. Und zwar hatte Miles einfach sein ganzes Zauberzeug, das er auf der Bühne sowieso benutzt bei seinen Auftritten, das hat er einfach mal mitgenommen für den Dreh. Und das haben wir alles für alles Mögliche verwendet. Beispielsweise genau dieser Pyro-Effekt, da wurde dann in dem Moment ausgelöst. Und für einen ganz kurzen Moment war das, Tobi, weißt du noch, wie heiß das war? Mehrere tausend Grad heiß, ne? Ich weiß nicht, was von 6000 oder so was? Irgendwie so, mehrere tausend Grad Celsius heiß wird dieser Draht für einen kurzen Moment. 3000, 4000, genau. Und das hatte ich hinten im Nacken an der Lederjacke dran. Matthias Berger hat gesagt, dass die Explosion hinter ihm echt ist. Definitiv, die sah kein bisschen digital aus. Das sind auch so Kleinigkeiten, die man manchmal ganz gut sehen kann. Oh, wie cool. Er erklärt sogar, woran man sehen kann, dass es kein CG ist. Das ist ja cool. Das hier so hinzubekommen im Digitalen ist sauschwierig. Und zwar aus verschiedenen Möglichkeiten. Man kann in die Richtung kommen, aber genau das hier kannst du rein digital nicht machen. Du hast die Funken in der genau gleichen Unschärfe wie die Wand. So könnte man theoretisch versuchen hinzubekommen. Man muss aber auch die Wand genauso anleuchten, wie das Licht drauf fällt. Und achtet mal auf sein Gesicht. Diese Gesichtshälfte hier hält sich auf. Wenn man das digital macht im Hintergrund, muss man zumindest hier in dieser gleichen Sekunde, in der die Explosion kommen soll, Licht drauf werfen und auch auf die Wände. Und zwar in der Form, wo später hinten die Funken sprühen. Und wenn du es gar nicht weißt, wie das aussehen wird und du es einfach nur digital
digital machst, du machst vor Ort nichts an Explosion, dann weißt du ja gar nicht, wie strahlt in dem Winkel, wie streut das dann aufs Gesicht. Das heißt, du brauchst sowieso immer eine Referenz. Du musst Explosionen in irgendeiner Form sowieso aufnehmen, damit du weißt, wie du es auch nachher editierst. Also CG wäre da, was sagst du, Tobi? Ich glaube, CG wäre sogar aufwendiger, als einfach mal kurz so einen Draht explodieren zu lassen. Ne? Da, wo man nicht CG nutzen muss, sollte man praktisch Effekte nutzen, denke ich, wenn es möglich ist. Denke ich. Und dann denkt ihr so, Christopher Nolan, weißt du was? Ich lasse einfach ein echtes Flugzeug im Airport reinfahren. Ende. Das heißt, in so einem Bild hier ist es immer leichter, günstiger und zeitsparender, das echt zu machen. Korrekt. Genau an der Stelle, das ist einfach eine Wallpaper, oder? Kann man sich doch einfach so eine Wand hängen. Ich finde das so nice. Absolut, absolut. Das ist ein sehr schöner Screenshot hier. Aber da sind viele, viele Momente in dem Trailer. Das hat Cyberpunk ja so an sich, ne? Es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Cyberpunk muss so sein, dass du im Prinzip aus jedem Frame einfach ein Artwork machen könntest. So, das jetzt so als Display. Display, habt ihr Bock, mit mir zusammenzuarbeiten? Das Licht an, wo werden die Augen heller? Und das sind Sachen, die in richtig krassen Produktionen, wo es 90% CGI gibt hier, wie Avatar, da kannst du sowas vielleicht digital noch machen, aber ansonsten macht das eigentlich auch finanziell und produktionell keinen Sinn. Und was oft auch so ist, digital sehen Funken meistens zu scharf aus. Also ihr seht ja, wie unscharf und ausgebrannt die hier aus. Ja, sehr guter Punkt auch, ja. Und wie hier oben so einzelne kleine Funken und hier hinten welche sind, aber halt nicht überall. Und digital würde das, wenn man mal selber mit sowas gearbeitet hat, hat man irgendwann ein Auge dafür, ganz anders aussehen. Und auch der Rauch, der hier nachher rauskommt, der bewegt sich ja auch durch verschiedene Lichthelligkeiten. Das Licht fällt hier rein. Ey, der hat ein saugutes Auge, oder? Was sagst du? Cool. Aber weißt du, woran er mich erinnert? Der erinnert mich einfach an den weisen Sky Mini. er ist schon länger in der Branche tätig, Sky Mini. Verstehe. Noch ein bisschen weniger. Nach oben wird's auch wieder weniger. An diesen Kleinigkeiten sieht man, dass es echt ist. Trotzdem hier schöne Farbkorrektur schon. Ey, und er hat was gelobt, was du gesagt hast, Tobi. So, jetzt hat er einmal alle gelobt, außer den Miles. Ja, aber es war ja Miles' Idee, mit dem Pyro-Zeug überhaupt was zu machen. Oder? Ja, aber bestimmt sagt er auch noch was zum Schauspiel. Safe. Ja, bestimmt auch. Und auch hier, wie habt ihr gerade gesehen, dieser Lichtschweif. Hier, oh ja. Da dieser leichte Flair, der hier so hochzieht. Das den hab ich aber digital noch. Ja, warte. Ja, was sagt er dazu? Ich wollte gerade sagen, der ist ja digital. Was heißt digital? Ja. Ich habe das, die Lichtbrechung selbst habe ich einfach durch Color Grading nochmal ein wenig, dass das mehr im Bild ist sozusagen, weißt du? Also genau, aber es ist ja nicht in Camera genauso gewesen. Also der Lens Flare selbst ist ja schon digital, oder nicht? Der ist nochmal, der pusht sozusagen das, was schon vorher da war, ja, durch irgendeinen Effekt. Halbe heißt das, glaube ich. Genau, halbe sozusagen. Dieser leichte Flair, der hier so hochzieht. Krass, dass er das gesehen hat. Ich glaube, das ist der Erste, der das jemals angesprochen hat zu dem Trailer. Ich habe das in keinem Kommentar gelesen. Eine Lampe oder Tageslicht, das hier ein bisschen mit reinfällt. Sorry, jetzt muss ich aber erstmal direkt mal ganz viel stoppen. Was haben sie hier für ein Blau? Ach, das Ding! Kommt da Licht raus? Oh, ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ist das? Das ist von dem Ding, ja. Nee, das kann auch durchs Color Grading für ein, zwei Frames nicht perfekt gewesen sein. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ich habe jeden einzelnen Frame korrigiert so. Aber es sieht cool aus, weil jetzt sieht's aus, als wäre es der Schraubenzieher, der so, oder die Zange, die so leuchtet. Schau mal. Ist auch sehr amerikanisch, also beziehungsweise deutsch nachsynchronisiert. Ne? Halt hier dieses ganze, wir schauen mal und so. Und du siehst ja offensichtlich, hat er das nicht gesagt. Ja, korrekt. Das hat er auch sofort erkannt. Das haben wir nachsynchronisiert, weil vor Ort in dieser kurzen Zeit, die wir hatten, da auch noch passenden Ton hinzukriegen, das wäre sehr schwierig gewesen. Wir hatten ja wirklich, ich glaube, Tobi, wie lange hatten wir den Raum gemietet? 8 Stunden? 6 Stunden? Irgendwie so, ne? Nein. Weniger, fünf. Ne? Fünf Stunden. Maximal fünf. Da ging eine Stunde drauf fürs Auf- und Abbauen und einkostümieren und so. Ja, stimmt. Wir hatten einen Zeitdruck, 3,5 Stunden Dreh, würde ich glaube ich nur circa sagen, effektives Drehen. So. Ja. Also das war krass. Ja. Aber ja, deswegen ist es nachsynchronisiert und Miles ist Künstler durch und durch, Schauspieler durch und durch, wenn du ihn vor ein Mikro setzt und er merkt, oh, in dem Moment filmt mich die Kamera nicht oder ich bewege meine Lippen, ja, dann baue ich da noch was ein. Ne? Der Miles schmückt das dann natürlich aus. Coole Reaction, ich habe jetzt ultra Spaß jetzt schon und er hat erst 18 Sekunden geguckt. Ich wollte gerade sagen, wie lange geht das denn noch? Diesen Julian Bam Center Weg, in dem sie dieses Gefühl von amerikanischer Synchro nachahmen, um das Ganze noch cineastischer für die deutsche Sehgewohnheit zu machen. Genau, das haben wir uns ganz bewusst gedacht und deshalb so gemacht. Das war keine praktische Entscheidung, das war eine künstlerische Entscheidung, ja. Du bist wach.
Was mir sehr gut gefällt, wir haben jetzt 30 Sekunden und das war alles ohne einen einzigen Schnitt. Wir haben Ey, dass der das alles merkt, was hat der für ein Auge, wie cool. Nice. Aber das war mir aber auch so wichtig und auch für dir auch wichtig, ne? Dass so ein Shot, den kann man auch mal genießen. Wir haben vorne angefangen mit dieser Fahrt, sind auf ihm drauf und haben kein einziges Mal geschnitten. Das Ding nimmt sich Zeit und es weiß aber auch, dass dieses viele rumgeschneidet, zu hektisch ist ganz oft. Super. Und vor allem wie nice. Und vor allem muss das ja auch im Kontrast stehen nachher. Das weiß er ja noch nicht, aber da kommt ja das Cardistry-Battle und das muss bam, 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 zack, zack, zack. Da haben wir versucht, wie auch im Kinofilm, du hast immer den Kontrast zwischen die Action-Szenen, die sind schnell geschnitten, die sind hektisch, dynamisch und im Vergleich dazu, du kannst nicht einen Film die ganze Zeit hektisch schneiden, wie so ein YouTube-Video. Wenn du Film machen willst, dann musst du auch diese Shots haben, die du auskostet. Also cool, dass er das bemerkt auf jeden Fall. Er versteht hier Tobis Gedanken und meine Gedanken, die wir uns hier gemacht haben, sehr gut. Er kann das sehr gut nachvollziehen bisher. Ganz schön überzugerichtet hat er dich. Matti, Matti, Matti. Hier, trink das. Boah, da haben sie mit den Farben aber wirklich viel gespielt. Ist auch immer schön, Requisiten mit den richtigen Farben am Set zu haben oder generell Farben, mit denen man spielen kann. War einfach eine Fanta. Viel aus. Das ist natürlich für so eine Cyberpunk-Welt jetzt sehr cool. Aber blaues Getränk bietet sich immer an, weißt du? Blaues Getränk. Dann noch deine blauen Haare dazu und so. Ja. Das sieht schon immer cool aus. Ja. Und vor allem das Color Grading ist ja auch so sehr. Und auch so wie das indirekte Licht hinten ist blau. Viel blau im Color Grading, das muss schon sein. Der herausgeholt, was ich nur konnte. Was fällt dir nur ein, ihn zu einem 1 gegen 1 Duell herauszufordern? 1 gegen 1, ich verstehe. Das scheint mir jetzt der echte Ton zu sein, oder? Oh. Alter, das ist gerade ein Ritterschlag. Ich habe so viel Zeit darin investiert, jeden Take, den wir aufgenommen haben, passend im Raum zu platzieren, dass es genau so klingt, wie als wäre es der echte Ton. Das ist mir nicht immer perfekt gelungen. Ich bin kein Toningenieur, aber ich habe mir sehr viel Mühe dafür gegeben. Schön, dass er jetzt den Gedanken hat. Das freut mich. Ich bin gespannt, was er jetzt zum Wie-Effekt von Leo an der Stelle sagt. Okay, er sagt gar nichts dazu. Ist auch okay. Kommt noch. Jetzt sagt er, was für schön zu Gollum anspielen. Ich habe so Gänsehaut allein durch die Musik, ne? Tobi, weißt du, wie viel mir das bedeutet, dieses ganze Wochenende, das wir da hatten? Das ist so wie, ja, sehr cool. Als wärst du ewig her, weißt du, so oldschool, weißt du? Das macht so richtig Nostalgie in mir. Wie wir da saßen bis 5 Uhr morgens und den Schnitt gemacht haben. Da, oh, Digga. Also ich sag mal, das Drehen war schon sehr, sehr cool, ne? Ja. Ist noch zu dem Punkt. Das Drehen war schon alles cool. Aber dann dieses, wenn du alles rüber hast und dann war es im Schnittprogramm und dann hast du die Takes da und alle, oh, das war so cool. Das hat richtig Bock gemacht. Das war sehr nice, ja. Interessant. Warum sind sie denn hier so in die Unschärfe gegangen? Weil der Fokus nicht am Point war. Das ist eine künstlerische Entscheidung, weil ich setze mir die Brille auf und deswegen müssen meine Augen nachjustieren. Und deswegen bist du in die Unschärfe gegangen. Das ist eine coole künstlerische Entscheidung, oder? Nein, wir haben es einfach verkackt. Ein Fehler. Aber es kann beides sein. Das finde ich total interessant. Das ist immer das Schöne bei der Kunstform Film. Er bekommt jetzt gerade eine Brille aufgesetzt und. Hey, er nimmt alles, was wir verkackt haben, und macht ein Kompliment daraus. Er gibt uns die ganze Zeit Komplimente für unsere Fehler. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Das ist ja mal so ein wholesome Mensch, dieser Josef. Ey, Josef, falls du das hier siehst, ganz liebe Grüße. Ich finde das richtig schön. Ich glaube, er will uns einfach nicht wehtun mit seiner Bandkritik. Genau, aber er ist halt einfach lieb. Die gesamte Welt wird kurz unscharf. Das kann eine künstlerische Entscheidung sein. Oder der Autofokus, der hier verkackt hat. Ich glaube nämlich kaum, dass Kameramann oder Kamerafrau hier verzogen hat. Dann hätten sie es nochmal gedreht. Ja. Genau hier verschwindet es nämlich in die Unschärfe. Wahrscheinlich, weil der Autofokus nicht mehr das entsprechende Gesicht gefunden hat oder das Auge, weil das hier hin... Sehr gut. Alter, Mann, der ist ja auch schlau. Bei modernen Kameras ist es meistens so eingestellt, das kannst du auch nochmal einstellen, aber meistens ist es so drin, dass er sich auf Augen fokussiert. Dadurch, dass ich hier die Brille aufgesetzt habe, das würde ich auch wahrscheinlich so denken. In dem Moment hat Tobi die Kamera noch ein Stück zurückgezogen. Da war also Bewegung und er hatte den Orientierungspunkt nicht mehr, den er sonst die ganze Zeit hatte. Deswegen denke ich, genau wie er das hier sagt, dass aus dem Grund der Autofokus verkackt ist. Wir haben nicht manuell fokussiert, das ist alles mit Autofokus gedreht. Welcher Kamera habt ihr das gedreht, Tobi? Mit welcher Kamera haben wir das gedreht? Mit der Sony Alpha 6. Na Quatsch, mit der Sony Alpha 7, 7S3. Genau. Und dem Sigma 24-70 2.8 Blende
Objektiv. Die Brennweite vielleicht, falls es euch interessiert, die war eigentlich, ich glaube, wir haben nur in 35 mm Brennweite gefilmt. Ja. Ich hatte, glaube ich, nie was anderes nehmen wollen, weil, weiß ich nicht, hat halt zum Raum gepasst, ne, dass ungefähr das immer im Frame war, was man haben wollte. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich glaube, bei den Cardistry-Geschichten hätten wir ruhig ein bisschen sogar niedriger gehen können. So, ja, Cardistry ist generell, wenn du so auf YouTube guckst, diese Cardistry-Sachen sind immer sehr weitwinklig gefilmt und dann richtig nah dran, dass du das Gefühl hast, der berührt gleich die Kamera mit den Karten. So ist es meistens gefilmt. Ja, künstlerisch super gut, dass es hier unscharf wird. Und? Ich verstehe nicht. Wo bin ich und wer bist du? Dein Gedächtnis scheint noch nicht ganz wiederhergestellt zu sein. Das kommt. Alles, was du wissen musst, ist, dass ich dein bester Freund bin und dir gerade das Leben gerettet habe. Gern geschehen. Okay, Freund. Was für ein 1-gegen-1. Die Stimme klingt aber cool. Also das ist schon mit diesem leichten Effekt auf der Stimme. Das ist Dankeschön. Habe ich auch sehr viel Mühe für gegeben. Schon sehr schön. Jetzt nachdem er getrunken hat erst, oder? Nee, es war auch vorher schon. Ich verstehe nicht. Wo bin ich? Und nee, der hat auch davor schon den Effekt drauf. Aber hier klingt dann noch satter. Okay, Freund. Was? Weil es keine Musik mehr gibt und so hört man die Stimme einfach. Genau, richtig. Mhm. Viel, viel satter. 2-1-gegen-1. Dein Haken, Mikael. Mann, du weißt echt gar nichts mehr. Mitkommen! Setzen! Oh, jetzt bin ich gespannt. Was sagt ihr dazu, wie wir den Fernseher getrackt haben? Der Fernseher mit dem Gitter vor allem. Mit dem Gitter. Ja. Mein Tipp, er wird es innerhalb der ersten 30 Sekunden sehen, dass das Gitter nicht korrekt sitzt. Ersten 3 Sekunden. Da wird das instant checken, dass das nicht in der Runde. Weil ich total interessant finde, wir haben fast immer die gleichen Kameraeinstellungen. Und zwar, ich weiß auch nicht, ob das Absicht ist, bin ich mal gespannt. Fast immer ihn links im Bild. Und ihn im rechten Teil des Bildes. Entweder von hier rechts oder hier an der Seite. Tobi, hat das einen Grund? Ey, wir hatten zu wenig Raum. Ich hätte das so viel cooler gefunden, hätte ich weiter nach hinten gehen können. Auch meine totale Film. Das ging alles nicht. Ja. Die das Making-of so ein paar Bilder gesehen haben, wie ich mich da in dieser Ecke da verkrümmt habe, von wo ich gerade filme. Why are we still here? Ja, aber halt da hinten ging auch einfach nicht. Ich hätte, wie gesagt, weitwinkliger filmen können, aber das sah ja dann nicht mehr cinematisch so richtig aus. Richtig. Darum ging es mir auch. Das ist jetzt schon der größte Abstand, den Tobi in diesem Raum hätte einnehmen können. Seht ihr das? Das ist eine komplette Porträtaufnahme. Tobi hätte nicht einen Millimeter weiter nach hinten gehen können. Er stand so ganz in der Ecke gekauert und hat die Kamera so auf seine Brust gelegt, sozusagen. Ja, kann man Tobi für eigene Filmprojekte buchen? Tobi, das ist dein Werbeblock. Darf ich jetzt tatsächlich das als Werbefläche nutzen? Ja, hallo, bitte, mein Name ist Tobias Berger. Ja, buch mich. Bergertobias.de. Bergertobias.de. Tobi, wenn du verkaufst, sprich bitte deutlich. Also ihr könnt mich tatsächlich buchen. Ihr könnt mich auch über Instagram anschreiben. Das ist jetzt nichts verbindlich, dass ihr das unbedingt über irgendeine Webseite machen müsst. Aber ja, geht. Ihr könnt Tobi buchen für Filmprojekte, für Livestream-Übertragungen tatsächlich auch. Tobi hat da einige Referenzen auch schon. Du machst das seit 2 Jahren jetzt. Ne? Du hast dich vor genau 2 Jahren, glaube ich, selbstständig gemacht damit. Genau, das macht Tobi jetzt seit 2 Jahren hauptberuflich. Deswegen über dieses Unternehmen buche ich ihn ja auch, wenn er für mich Videos für den Matti-Kanal schneidet. Also ihr wisst Bescheid, wenn ihr irgendein Anliegen habt, sei es eine Hochzeit oder irgendwas Größeres. Klar, Tobi ist ein Berger, das heißt, der hat natürlich auch seinen Preis. Aber wenn es irgendwas Größeres ist, wo man mehr Budget hat, dann könnt ihr euch natürlich auch bei Tobi melden. Okay, jetzt gucken wir weiter. Seite oder jetzt hier hinter ihm und ihn links. Das ziehen die bis jetzt komplett durch. Bin mal gespannt, ob das da eine stilistische Entscheidung ist und das später gedreht wird. Ja, nee, aber jetzt kommt Malz und geht auf die andere Seite. Das stimmt. Aber sonst auch generell, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch im Cardistry Battle und so, ich habe in diesem ganzen Film die linke Hälfte für mich und die rechte Hälfte ist immer für mein Gegenüber bestimmt. Außer bei den Rückblenden bei uns zu Hause. So. Oder ob die das komplett durchziehen, dass er immer auf der linken Seite ist und ob das eine Bewandtnis hat. Illegale Straßenduelle? Bei denen auch. Direkter Wechsel. Und schließlich. Genau, okay. Eine Fertigkeit gegeneinander gekämpft wird. Keine Zuschauer. Verstanden? Weg. Spring an! Eigentlich kommst du aus dem Magic District. Aber das war dir nie genug. Das war ein cooles Set-Design. Das ist schon sehr cool. Es hat diesen bisschen diesen Matrix-Look von der Nebukadnezar. Absolut korrekt, ja. Blau. Das ist schon schön. Du wolltest immer mehr. Guck, er hat es nicht in den ersten 3 Sekunden gemerkt mit dem Gitter. Er hat es nicht nach 3 Sekunden gemerkt. Und dann. Aber hier ist es auch nicht so schlimm. Gleich wird es schlimmer. Bei deiner Aufnahme wird es schlimmer, ja. Straßenkämpfer aus dem Cardistry District herauszufordern. Das sind jetzt die Kartentricks. Die Zauberei, die er wohl auf dem Kanal hauptsächlich macht. Genau. Da!
Nach 2-3 Siegen wurdest du übermütig. Tobi, weißt du, was wir in meiner letzten Analyse, was ich da nicht angesprochen habe? Das Flackern bei mir im Gesicht vom Bildschirm. Tobi, magst du einmal erklären, wie wir das erzeugt haben, dass das Licht so in meinem Gesicht flackert, obwohl die Bildschirme ja aus waren am Set? Wie haben wir das gemacht? Rechts im Frame, out of frame, also nicht im Bild, war noch der Pico, der stand da. Und wir hatten halt eine LED-Leuchte. So eine ähnliche wie die da, nämlich Lampi. Quasi Lampi, genau. Und habe ich halt gesagt, ja, nimm mal in der Hand, Pico, halt voll drauf. Aber mach mal hier mit Fingern so ein paar Lichtspiele, dass es so schön flackert im Gesicht. Ich mach das mal vor, warte. Ja. Und so das ist dann dieses Flackern in meinem Gesicht entstanden. Das ist ja kein Hexenwerk, so. Das machen auch Leute in der großen Produktion. Ja. Da! Nach 2-3 Siegen wurdest du übermütig. Ist auch ganz schön, hier mit dem Gesicht anflackern. Ah, cool, dass er das machen kann. Also es ist so rein technisch nicht ganz richtig, aber das ist egal. Wir verstehen ja, was gemeint ist und es sieht cool aus. Unangefochtenen Kardestree-Champion der letzten 7 Jahre zu einem Agni-Kai herausgefordert. Hat er hier eine Kontaktlinse oder hier? Ich glaube hier. Genau, die rechte ist eine hellblaue Kontaktlinse oder eine weiße sogar und links ist eine echte Augenweiß. Das ist schön, ne? Die haben sich da ganz schön viel Gedanken gemacht. Yeah, Neo Faith. Ey, nix zum Gitter. Er hat nichts zum Gitter gesagt. Oh, ich bin so froh. Krass, da war Roxy im 2. Monat, glaube ich, schwanger oder so. Sieht man hier noch gar nicht. Ist ja witzig. Weißt du, was mir hier so krass Gänsehaut macht, Tobi? Die Musik, das ist ja keine Filmmusik, die wir für das Video gemacht haben. Aber das Schöne ist, so wie ich es geschnitten habe, so wie ich die Musik platziert habe, haben wir ja wirklich Leitthemen für einzelne Charaktere hier. Und das, was wir jetzt gerade hören, ist das Leitthema für Neo Faith, für den Bösewicht. Und das läuft auch nachher, obwohl das Cardistry Battle einen ganz anderen Song hat, geht es dann wieder über in genau das. Immer wenn es um den Bösewicht geht, um Neo Faith, dann hört ihr dieses. Das hört ihr immer hier an der Stelle. Ach, der mit den Karten da rein. Er hat schon gecheckt, dass er der Böse ist, oder was? Ja, ich glaube schon. Angetreten und er dreht in quasi Zeitraffer seinen Kopf rüber. Das haben sie schneller abgespielt, aber es ist ein schöner Effekt. Nee, gar nicht. Nee, ist. Das ist aber was wirklich. Ich habe in Echtzeit, ich habe einen sehr schnellen Nacken anscheinend. Da dieses Wumm. Ich glaube, das ist schneller abgespielt. Ah, wer weiß. Vielleicht war er sogar so schnell. Ja, der Matthias ist so schnell. Krass, also die Soundeffekte sind top. Dankeschön. Ich brauche Karten. Dafür, dass seine Frau oder Freundin gerade umgebracht worden ist, ist aber ganz schön gut drauf. Ja, ich bin froh, dass ich meinen alten besten Freund wiedererkannt habe. Das ist eine Erleichterung für mich. Gleichzeitig habe ich aber auch den Schmerz in mir. Oh mein Gott, stimmt ja, meine Frau ist ja gestorben. Und deswegen muss ich in den Kampf rein. Ich bin kein guter Schauspieler. Deswegen konnte ich nicht zwei Emotionen gleichzeitig in meinem Gesicht spielen. Wenn ihr auf krasse Schauspieler in Filmen mal genau drauf achtet. Mir fällt gerade so ein doofes Beispiel ein. Aber das ist so legendär. In dem Film Sweeney Todd, die Verfilmung von Tim Burton mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Da ist der Alan Rickman, der Schauspieler von Snape beispielsweise, ne? Ist der Antagonist. Und es gibt ganz am Ende des Films einen Moment, da schaut er ihm in die Augen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber er schaut dem in die Augen und erkennt etwas in ihm. Und du siehst drei Emotionen, die gleichzeitig im Gesicht von Alan Rickman stattfinden. Nämlich, oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Es passiert Verwunderung, es passiert Erstaunen, Überraschung, gleichzeitig aber auch die Realisierung. Ich will es nicht spoilern. Okay, aber das beispielsweise, ne, das können halt die Profis. Ich bin kein Schauspieler. Die Profis können mehrere Emotionen gleichzeitig spielen. Und das hätte jetzt an genau der Stelle gefehlt, in dem Moment, wo meine Erinnerung wiederkehrt, da gebe ich ihm 100% recht. Das wäre nochmal Next Level gewesen, wenn ich es geschafft hätte zu spielen. Oh mein Gott, ich habe meine Frau verloren. Oh mein Gott, Noctis, ich bin so froh, dich zu sehen. Aber oh mein Gott, ich habe meine Frau verloren. Aber gut, er freut sich darüber, dass die Erinnerung wieder da ist. Und korrekt, ey, Mann, der ist so schlau. Und er drückt wahrscheinlich den Schmerz der Trauer einfach. Genau.
Weißt du, was das krass ist? Was denn? Er nimmt einfach die Worte, die du ihm vorwegnimmst. So. Also ja. Du nimmst seine Worte vorweg und dann sagt er einfach 1-2 wieder genau das. Das ist die ganze Prediction, wie Niki gerade im Chat schreibt. Genau, aber weißt du, was das Krasse daran ist? Du und ich, wir sind die Creator von diesem Film. Er hat nichts damit zu tun, aber versteht jeden Gedanken von uns. Krass, ne? Ja, und ihr erzählt es einfach kurz, weil ihr euch ja immer wünscht, dass ich auch die Klassiker kurz erkläre. Boah, cooles Bild. Ich brauche Karten. Hier, Telekinese. Einfach das Bild rückwärts abspielen. Also genau. Einmal Bild rutschen, rückwärts abspielen und hier, er lässt es einfach fallen. Ne? Hier, als rückwärts abspielt, sieht man es, er wirft es einfach runter. Correct. Aber es funktioniert, es ist ganz einfach und es ist ein cooler Effekt. Bist du irre geworden? Boah, also wirklich, achte mal auf diese Soundeffekte. Bist du irre geworden? Zack, die sind. Oh, also wer hat das denn gemacht? Das habe ich gemacht. Wer hat sich um die Sounds gekümmert? Offenbar der Tobias Berger. Wir werden das wahrscheinlich im Abspann sehen. Nein! Okay. Die Lorbeeren werden an den Falschen weitergegeben. Ich schreibe es ihm in die Kommentare. Aber ich schicke den Kommentar noch nicht ab, weil vielleicht stellt er ja noch eine Frage und dann, ja. Willst du, dass er dich komplett ins Grab befördert? Noctis, ich erinnere mich doch wieder. Die 2-3 Kämpfe, es waren nur Training. Ich bin nicht übermütig geworden. Seit Jahren trainiere ich für diesen Tag. Neo Faith, er hat. Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Das ist wieder ein Escape Room oder sowas? Ja, das ist ein Escape Room, korrekt. Krass, ne? Wie smart er einfach ist. Hey, warte! Dein Bagter! Ist auch so eine Mischung aus, ich weiß noch nicht genau, was das Genre ist. Scheint irgendeine Art von Comedy-Cyber-Krimi zu sein. Genau. Korrekt. Ist er jetzt in der virtuellen Welt? Ich bin mal gespannt. Nee, das ist. Es ist immer unschön, wenn man dann so Stock-Footage mit einbaut. Und das sieht halt sehr nach Animation aus. Aber der Rest ist abgefilmt. Das sieht dann immer so ein bisschen unschön aus, das stimmt. Ist das ein Samsung-Placement, ein ganz geheimes hier? Genau. Ja. Battle Mode activated. Das ist aber echt dieser komplette Zurück in die Zukunft 2 Vibe. Absolut korrekt. Du bist gekommen. Hat dir das letzte Agni-Kai noch nicht gereicht? Ich werde dich vernichten für all das, was du mir angetan hast. Und dann werde ich dir diese Maske abnehmen und in die Augen schauen, während ich dir den Gnadenstoß versetze. Ich hoffe, er erkennt, dass das so Anime-mäßig sein soll und wir das nicht ernst meinen. So dieses, ich werde dich vernichten und dir in die Augen schauen. Es ist halt Anime. Vor einem Kampf erstmal nochmal 3 Minuten redet miteinander. So. Das, ich hoffe, er versteht das und nimmt es uns nicht übel. Es hat Spaß gemacht mit dir, aber langsam wirst du lästig. Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er reagiert jetzt auch auf die V-Effects. Das rote Zucken und sowas, das kommt von Tobi im Schnitt. Und die Glitch-Effekte, wenn wir gleich getroffen werden, so diese Glitch-Effekte, die sind dann von Leo, Mr. Hamsterfresse. Ah, hier haben sie kurz RGB-Split reingehauen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas verstecken wollten. Ach so, nee. Ist der Rauch hier, der sieht mir sehr digital aus. Ist echt. Wow, ist einfach echt. Na, aber hier verschwindet er eigentlich ziemlich gut. Das ist echt. Das ist ja cool, wie das Ding ja wieder angeht. Boah, das kann ich gar nicht 100% sagen. Er ist gefühlt. Der wird ja Sinn machen, das live zu machen. Naja, ich glaube, der ist echt. Also die ganzen Kartentricks holen sie jetzt raus. Immer wieder schöne kleine Special-Effekte hier. Ah. Genau, die sind von Leo. Ah, dieser Trick hat ihn also getroffen. Okay. Ja, genau. Cool, nice, dass er das versteht. Ah, schön. Oh. Sieht cool aus. Ja, der Rauch kam eben aus dem Mund. Die Art und Weise, wie er rauskam, es gibt ein großes Setup an Raucheffekten und der hat mich sehr an einen Raucheffekt erinnert, den ich auch öfter mal benutze. Die guten Action Essentials. Das Ding hat mich das gerade etwas irritiert, aber ich meine auch, der wäre echt gewesen. Okay.
Also wer einen coolen Kartentrick macht, landet quasi einen Treffer und ja, jetzt treffen sie hier nach und nach einander. Weißt du, was ich cool finde? Ja, auch wenn er halt, er sagt, der Kartentrick, natürlich ist Cardistry, hat jetzt nichts mit Tricks zu tun, so Magietricks, sondern halt den Effekt, also den Movement. Aber ich meine, dass er kommt unglaublich aus dieser Schiene, so aus dieser Szene, aus der Bubble. Genau. Trotzdem checkt er halt so zumindest die Message dahinter. Das finde ich genau cool. Richtig. Und das ist cool. Er versteht den Aspekt, dass das gerade ein Battle ist. Genau. Und er versteht den Plot. Wir hauen uns und kriegen deswegen Schaden sozusagen. Das hat er alles verstanden. Das heißt, Tobi, wir haben da auch in der Bildsprache alles richtig gemacht. Und dass hier die Maske jetzt an und ausgeht, ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass er ganz gut Leben verloren hat. Würde ich jetzt mal so rein videospielmäßig interpretieren. Stimmt actually, aber das ist auch ein sehr schwieriges Detail zu erkennen. Ich habe am Anfang, als ich reinkam in dieses Battle, bei meiner Brille einen Knopf aktiviert. Dadurch ist sie vom dauerhaften gelben Leuchten in so ein Blinken übergegangen und die Brille hat gesagt Battle Mode Activated. Battle Mode Activated. Das ist ihm wahrscheinlich entgangen und ist auch absolut okay. Und genau so in dem Moment, wo er so auf den Rauch fokussiert war, in dem Moment, in dem Pico die Jacke so gemacht hat, und der Rauch rauskam, in dem Moment ist auch seine Maske. Das haben wir auch ganz geschickt gemacht. Ich stand off-camera und habe den Knopf in dem Moment gedrückt, den er mir so gemacht hat. Ich habe nämlich dann dafür gesorgt, dass die Maske bei ihm auch nicht mehr konstant leuchtet, sondern plötzlich anfängt zu blinken. Das ist alles bewusst gewesen, um zu zeigen, wenn unsere Masken blinken, sind wir im Battle-Modus. Ist ihm jetzt entgangen, ist auch absolut okay. Das, sowas fällt einem wahrscheinlich als derjenige, der das nicht produziert hat, fällt einem das wahrscheinlich erst beim fünften Gucken auf, denke ich mal. Jetzt bin ich gespannt, ob ihm auffällt, dass an der Tür jetzt ein V-Effekt kommt. Nicht nur an der Tür, an der Wand auch. Und auch an der Wand, ja. Das ist ja auch schön, hier dieses Detail, das hier hinten. Okay, es ist ihm aufgefallen. Ja. Er hat ein sehr gutes Auge. Auf der Wand jetzt so Texte erscheinen, weil das ja alles eine digitale Welt ist. Ah, hier ist die Nebelmaschine. Okay, dann wird das eben auch echter Rauch gewesen sein. Das sieht auch immer viel schöner aus. Weil dann ist so, wenn der ganze Raum voll ist mit Nebel, viel schöner direkt. Wenn du eine Bewegung zur Seite machst, halt nicht diesen 2D-Nebel hast. Oh yeah, that's drop, Alter. Also ich bin da gar nicht drin. Es ist wirklich nicht meine Welt, Kartentricks. Aber ein paar von den Sachen sehen schon sehr cool aus. Also vor allem, wenn es dieses Anti-Schwerkraft-Gefühl gibt. Hier zum Beispiel, das ist schon sehr cool. Aber der Wurm. Sei ruhig, er weiß nicht, dass der Wurm Kacke ist. Ich habe nur leider keine Übersicht, wer jetzt führt. Im Kampf. Das stimmt. Das wäre Next Level gewesen, wenn man es die ganze Zeit gesehen hätte. Aber genau, du hast recht. Ab jetzt sieht man es. Jetzt schon ein bisschen mehr. Ah ja. Digga, warum nehmen wir denn alles vorweg? Also das sind echt coole Effekte. Also wenn das wirklich so total digital aussieht, die sind auch schwer. Das kann ich mir vorstellen, dass das schwere Tricks sind. Das ist ja ganz oft so, um etwas wirklich leicht aussehen zu lassen, musst du sehr, sehr lange üben und das ist meistens sehr kompliziert, aber das ist halt die hohe Kunst. Etwas korrekt, ja. Der Pico macht das, seit er laufen kann, gefühlt. Deswegen, der macht sein ganzes Leben nichts anderes als Kartenmischen. Sehr kompliziert, das sehr leicht aussehen zu lassen. Haben wir ja eben beim Julian Bam Video auch gehabt mit den Tricks. Mich vernichten und mir in die Augen schauen. Und jetzt gehen wir wieder in sein Main-Theme in der Musik über. Gar nicht so eine schlechte Idee. Ah, okay, da habe ich jetzt auch... Cool, für ihn war es ein Plot-Twist, nice. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, wer das sein könnte. Ich war voll bei den Kartentricks. So, den einzigen Kritikpunkt, den ich in der Welt jetzt hätte, ist, warum haben die noch normale Türen, die man eintreten kann? Absolut korrekt. Kein yeah. Budget für eine digitale, nee, nicht digitale, sondern für eine elektrische Tür.
Generell, die ganze Wohnung sieht überhaupt nicht nach Cyberpunk aus. Also das war ja auch kein vorbereitetes Set dafür. Eigentlich hätten wir noch wirklich irgendwas mieten müssen und das wirklich einrichten müssen. Richtiges Set-Design für, wie eine Cyberpunk-Wohnung aussehen würde. Da war das Budget leider nicht da. Ach so, nee, dann nehme ich sofort zurück den Kritikpunkt. Die leben ja offenbar noch in einer ganz normalen Welt. Die ja, Josef hat recht. Ja. Von meinem Gedankengang her, als du meintest Flashbacks, man weiß ja nicht, wie lang ist das jetzt so in der Vergangenheit, ja, weißt du? Ja, das stimmt. Genau, das ergibt Sinn, ja. Online-Welt ist nur die fortschrittliche. Wie sagst du immer so schön? Ja, hier sieht man wirklich, dass echter Rauch ist, wie der so schön verwirbelt, wenn er aufsteht. Das sind alles Dinge, die würden, der Rauch würde sich halt nicht mit seinem Körper durch den Luftzug mitbewegen. Du immer so schön. Creating is creating. Bin gespannt, ob er zum Abspann was sagt, weil der Abspann ist halt wirklich schlecht. Den habe ich halt so dahin gezimmert, weil ich wollte diesen 3D-Abspann haben, aber ich kann keinen 3D, deswegen habe ich einen 2D-Abspann nach 3D aussehen lassen und das sieht man als Experte. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, eine falsche Erwartung an das Level der Geschichte gehabt, weil ich jetzt hier sehr... Ah, Tobias Berger hat selber geschnitten. Also wahrscheinlich sein Bruder. Weil ich jetzt hier... Korrekt erkannt. ...dachte, ich bekomme eine richtige Geschichte präsentiert. Das ging ja hier hauptsächlich um die Effekte und um die Kartentrick. Es ist ein Werbespot. Es ist ein sauaufwendiger Werbespot. Aber das ist natürlich für so einen Kanal super geil, wo es um so Kartentricks und Zauberei geht, das mal in so einen Kurzfilm zu packen. Sehr schöne Idee. Für sein Publikum, was er da machen wollte, ist das, glaube ich, genau die richtige... Jawohl, gut erkannt. ...Wahl. Es sieht echt schön aus. Ich glaube, die haben viel Spaß gehabt beim Dreh. Mhm, und ich... Das hatten wir. ...habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel reininterpretiert in die Entscheidung, wann, wo, wer ist. Ich gucke, glaube ich, einfach zu viele Filme, wo Leute da so extrem viel darauf achten. Aber dieser Effekt hier mit der Unschärfe, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schön. Oha, er hat meinen Kanal auch verlinkt. Und das Making-of hat er verlinkt und nicht den Trailer selbst. Wie cool. Schöner kleiner Kurzfilm von Matthias Berger und seinem Team. Checkt mal seinen Kanal aus. Und wenn der nochmal sowas macht, sagt sehr gerne Bescheid. Tobi, wir müssen nochmal, einfach nur, damit Josef nochmal drauf reagiert. Wir müssen nochmal so ein Ding machen. Noch besser, wir holen ihn mit ins Boot und er ist mit im Trailer irgendwie eingebunden. Wir buchen ihn. Ende. Du fliegst raus. Genau. Danke, dass du das nicht zu ernst genommen hast. War mir ein absolutes Fest. Ja, cool. War eine sehr, sehr starke Reaktion. Absoluter Ehrenmann. Ja, ich glaube, das war echt eine der schönsten Reactions, die ich auf so ein Video gesehen habe, weil du merkst halt in jedem Wort, das er sagt, er ist ein absoluter Profi, aber in keinem einzigen Wort ist er so auf einem von oben herab Niveau und zeigt uns, ey, ich bin Profi, deswegen weiß ich bla bla bla, sondern das ist so richtig, ich versuche es auch immer in meinen Reactions, wenn ich als Zauberer auf Zaubersachen reagiere, dass man auf Augenhöhe mit diesem Video steht, auf das man reagiert und sich nicht so auf so ein hohes Ross setzt. Das fand ich sehr cool. Also danke, 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 lieber Josef, für die coole Reaction. Danke, Tobi, dass du hieran mitbeteiligt warst und dieses Video hier schneidest. Und da verlinkt euch der Tobi jetzt den fertigen Trailer. Und wenn ihr jetzt noch die letzte Cyber Edition Analyse nicht gesehen haben solltet, dann klickt einfach auf das letzte Video. Nee, da kommt der Trailer. Da kommt der Trailer, nicht die Analyse. Ach, du willst den Trailer da, aber das ist doch ein anderer Kanal. Das ist ein anderer Kanal, aber das ist mir egal. Ich probier's mal aus. Okay. Genau.